Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Hautpilz und die Behandlung. Außerdem habe ich das erste Mesh von der Equitana getestet. Das ist Flinkür. Hier unter dem Schopf hat er eine große Stelle mit Hautpilz. Das werde ich jetzt mit Jodseife einweichen und abwaschen. Hautpilze befallen häufig Pferde mit schwachem Immunsystem. Bei Flinkür fing es an, ca. 3 bis 4 Tage, nachdem er seine Kolik hatte. Und es war erst nur eine ganz kleine Stelle. Und innerhalb von wenigen Tagen wurde es halt zu dieser riesengroßen Stelle, die er sich auch richtig blutig scheuert. Er wurde jetzt schon zweimal mit Imerverol gewaschen und heute war dann so der erste Tag, wo es so ein bisschen besser aussah. Und jetzt wollte ich halt mal die ganzen Reste von Creme und Imerverol und die ganzen toten Hautschuppen und die Fellreste alles mal so richtig abwaschen. Und deshalb habe ich jetzt mal diese desinfizierende Jodseife genommen. Die Jodseife habe ich in kreisenden Bewegungen aufgetragen, damit sie richtig schön ins Fell reinmassiert wird. Und danach habe ich sie kurz einwirken lassen. Wichtig beim Waschen ist, dass man nicht nur die offensichtlichen Stellen wäscht, sondern auch ca. 10 cm drumherum, damit man alles vom Pilz erwischt. Denn auch unter dem Fell kann die Haut schon befallen sein und man sieht es gar nicht. In der Zeit, wo die Jodseife eingewirkt hat, habe ich Mähne und Schweif gewaschen. Das habe ich aber mit ganz normalem Pferdeshampoo gemacht. Flinke war überhaupt nicht begeistert von dieser ganzen Waschaktion, weil er hasst es nämlich, am Kopf gewaschen zu werden, weil er immer Angst hat, dass ihm dann das Wasser in die Ohren kommt. Er musste da halt trotzdem durch. Und zur Belohnung bin ich dann mit ihm auf die Wiese gegangen und er durfte ein bisschen Gras fressen. Da auf der Wiese haben wir dann auch noch Szenen vom neuen Intro aufgenommen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das neue Intro gefällt. Wenn die Haut und das Fell dann leicht abgetrocknet sind, habe ich Flinkür mit Lebermoosextrakt Lösung eingesprüht. Die Lösung stellt ihr her, indem ihr 20 ml Lebermoosextrakt mit 100 ml Wasser mischt. Ich habe das Ganze dann in eine Sprühflasche gefüllt. Man kann es aber natürlich auch mit einem Schwamm auftragen. Lebermoosextrakt bekommt man in der Apotheke, aber man muss es meistens vorher bestellen und es ist dann am nächsten Tag da zum Abholen. Zum Schluss trage ich dann noch eine Antipilzsalbe auf. Ich habe jetzt hier Fungizid von Ratiopharm. Das habe ich mir auch aus der Apotheke einfach geholt. Die Salbe muss ziemlich großflächig aufgetragen werden und gut einmassiert werden, damit sie bis auf die Haut kommt. Die ganze Prozedur wird jetzt jeden Tag wiederholt und dann muss man natürlich abwarten, ob das Ganze anschlägt. Waschen sollte man sein Pferd jetzt nicht unbedingt jeden Tag, man kann es auch einfach mit Desinfektionsmittel so ein bisschen betupfen. Pilzerkrankungen können sehr langwierig und schwierig zu behandeln sein. Deshalb sollte man immer auch einen Tierarzt mit draufschauen lassen. Nicht, dass sich außer zu Pilz auch noch Milben oder Bakterien mit draufsetzen, weil dann wird das Ganze natürlich immer schlimmer, statt besser zu werden. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe auch den Tierarzt noch mal draufschauen lassen. So, jetzt zum nächsten Thema, dem Mesh-Test. Das war ziemlich lustig, weil Flinke hat erstmal die komplette Schüssel mit Mesh am ganzen Anbindebalken verteilt. Das Mesh, das ich heute getestet habe, war das Mesh von Derby. Das ist ein sehr feines Pulver, ließ sich aber sehr leicht anrühren und zwar nur mit warmem Wasser und musste auch gar nicht lange quellen. Das war wirklich sehr gut. Es roch so ein bisschen merkwürdig, aber ich habe auch vorher wirklich noch nie wirklich an einem Mesh so gerochen. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht sagen, ob die vielleicht alle so riechen oder so. Hier haben wir jetzt das Mesh von Derby. Das ist das ganz normale. Ich habe noch das Apfelmesh, aber das kriegt er dann
demnächst. Jetzt probieren wir erstmal das ganz normale Mesh. Dann nehme ich jetzt die Hälfte von dem, von der Trockenmasse, gebe die in die Schüssel. Dann muss man das ungefähr 15 Minuten quellen lassen. Nachdem Flinke die Schüssel also ausgekippt hatte, hat er es allerdings anstandslos gefressen. Mein Fazit also zu dem Mash von Derby: Es lässt sich sehr leicht zubereiten, riecht zwar ein bisschen merkwürdig, aber es wird gut gefressen und deshalb ist es auch bei mir in der engeren Auswahl. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es einfach in die Kommentare oder drückt Daumen hoch oder Daumen runter. Bis zum nächsten Mal, eure Lisa.